Hallo und willkommen hier wieder zur Vorstellung der Kandidaten fürs Abgeordnetenhaus. Wahl am 26. September. Hier ein geschichtsträchtiger Ort für Berlin. Gleich nebenan das Rathaus Schöneberg. Zum einen, ich bin ein Berliner. Wir erinnern uns alle, John F. Kennedy 1963. Und dann war dort natürlich der Sitz des regierenden Bürgermeisters von Berlin bis zur Wiedervereinigung, bis es dann also wieder ins Rote Rathaus ging. Und bei mir ist jetzt Frank-Christian Hansel. Hallo, schön, dass Sie da sind. Freue mich. Abgeordneter für die AfD hier im Bezirk. Für die Richtig. AfD. Sie waren früher mal in der SPD. Wie kommt denn so ein Wechsel? Das ist völlig richtig. Ich war Genosse. Ich bin eingetreten 1990. Habe auch den Willy-Brandt-Parteitag noch erlebt hier in Berlin. Bin aber 95 ausgetreten, als die SPD nach links gerutscht ist und auch Gerhard Schröder als wirtschaftspolitischen Sprecher abgewählt hat. Das wurde mir dann zu links und ich bin dann ausgetreten und hatte dann auch jahrelang mit der Politik nichts mehr zu tun. Aber vielleicht noch ein Satz zum Schöneberger Rathaus. Ja. Hier war ich auch am 10. November 89, ja, als Wohlrabe noch die Nationalhymne krähte. Und das war ein interessantes für Daher mich persönlich. Kommt sein schöner Spitzname Übelkrähe. So richtig, ganz genau. War für mich insofern ein entscheidender Tag, weil ich damals noch West-Berlin sozialisiert, westeuropäisch sozialisiert, muss ich ganz ehrlich sagen, mitgepfiffen habe. Und ich bin dann komplett gedreht worden. Die Einheit war natürlich großartig, fantastisch. Aber ich hatte damals noch eine andere Einstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, eine andere Einstellung wozu? Ja, mit dieser ganzen Einheitsduselei. Ich meine, war eben da so ein bisschen linkssozialisiert, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich bin froh, dass das eine Generation her ist und ich da jetzt doch total von weg bin. Und ich habe sogar, muss ich auch sagen, bei der ersten gesamtdeutschen Wahl CDU gewählt, obwohl ich SPD-Mitglied war. Ja. Weil die Lafontaine-Geschichte mit der Einheit, das wird nichts. Das habe ich in den Monaten gelernt. Also Sie das dummes waren Zeug. Dann schon ein Freund der Einheit. Ja, selbstverständlich. Ja. Aber trotzdem die Frage, ich meine... Ich war im OSI und da war das natürlich Otto-Suhr-Institut. Richtig, genau. Dann ist aber trotzdem, meine, die SPD war in Ihnen zu link. Sie hätten ja in die CDU gehen können. Ja, wissen Sie, ich bin aus Bayern ursprünglich, München, bin 86 nach Berlin gekommen. Das war ein CSU-Staat, da war man immer ein bisschen oppositionell. Also ich bin hier nach Berlin gekommen. Ich hatte auch ein tolles Praktikum im Bundestag bei den Sozialdemokraten. Ich fand die immer recht locker und bin dann eben auch eingetreten. Aber bin dann eben auch raus und das ist ganz wichtig. Das war eine Phase von mir, zumal ja auch die SPD sich ganz stark verabschiedet hat von der einer Helmut-Schmidt-SPD, die eigentlich mein Vorbild war. Mhm. Und wenn Sie die Spät-Interviews... Also Sie meinen so eine soziale genau, Partei? Auch eine Rechtsstaatspartei, eine Partei der inneren Sicherheit, der Sicherheit überhaupt, wenn man sich an Helmut Schmidt erinnert. Und wenn man sich seine letzten Interviews anguckt mit Frau Maischberger, da muss man ja fast sagen, dass er... würde er heute noch da sein, eher AfD-Position einnehmen würde. Na gut, das ist eine Unterstellung, die ich also nehmen wir nicht klein, aber zum Euro und zur Migration. Ich glaube, das ist ganz dünnes Eis. Ja, aber da gibt es schon so ein paar Aussagen von ihm, die manche Sozialdemokraten heute auf jeden Fall nicht mehr unterschreiben. Darauf können wir uns vielleicht einigen. Gut, aber dann nun gleich bei den ganz Rechten zu landen, ist ja doch ein ziemlicher Schritt. Wenn man uns als ganz recht bezeichnet, ich bin eingetreten in die AfD 2013 mit als Gründungsmitglied in Berlin. Das war noch die Lucke AfD. Und aufgrund der Euro-Krise, aufgrund der Bildungsmisere, wir hatten ja damals schon ein Programm. Und ich muss sagen, das war eine richtige Entscheidung, weil auch die CDU ja nicht mehr das ist, was sie mal war. Währungsstabilität ist mir nicht mehr gegeben, Haushaltsstabilität ist nicht mehr gegeben. Wenn wir uns heute anschauen, wo die Republik hingeht, ich glaube, dann muss man richtige Opposition sein und das ist die AfD. Also die CDU ist mehr in die Mitte gerückt und hat Ihnen dann den Platz freigemacht. Das ist die sogenannte Repräsentationslücke von Herrn Patzel, die kennen Sie und dafür stehe ich. Nichtsdestotrotz hat man jetzt, wenn man sich so Ihre Partei hier anguckt, den Eindruck, als wären Ihre Gegner oder Ihre, man kann schon sagen Gegner, um gewählt zu werden, nicht in anderen Parteien, sondern vor allem in Ihrer eigenen Partei. Ach, wissen Sie, das ist so eine Geschichte, wenn ich mir, also es wird ja mal viel von Streit geredet, ja, und als das ist Ausschlaggebende, wenn ich möchte heute nicht in einem SPD-Bundes- oder Landesvorstand sein, wenn ich mir da die Kämpfe angucke, oder schauen wir uns die CDU an. Merz, Söder, das ist doch eine Katastrophe. Da will man doch nicht auch Politik machen. Insofern, wir haben es insofern leichter. Wir sind
Ein guter Freund von mir, der war auch mal CDU, wählt uns aber, hat gesagt, in Deutschland eine Partei gründen ist wie im Urwald das Licht anmachen. Da kommt also alles angeschwirrt und das ist halt ein Prozess, bis sich das normalisiert. Ich sage immer, es ist mein Mantra, wir sind die Partei des politischen Realismus aus der Mitte der Gesellschaft. Also, so ein bisschen ist denn bei Ihnen auch so, wie man immer so sagt, Freund, Feind, Parteifreund. Ja? Das kann ich Ihnen bestätigen. Also, das gibt es durchaus. Das ist dann so die Steigerung. Ja? Und es gibt auch ein paar Freunde aus der Partei, die mich am liebsten schon abgeschossen hätten, aber ich habe standgehalten, bin dabei und werde auch, sage ich auch auf dem Parteitag immer, bis 85 mache ich das noch 30 Jahre. Freue ich mich auf AfD. Was sind denn die Dinge, die Sie hier im Bezirk vor allem anpacken wollen oder wo Sie sagen, die müssen angepackt werden? Also im Bezirk, in Ihrem Wahlkreis? Ja, in der Wahlkreis. Oder in Berlin. In Berlin. Sie sind ja dann im Abgeordnetenhaus. Ja, oder? So ist es. Wir kriegen ja die Probleme permanent mit, auch im Hauptausschuss, im Bezirksausschuss. Es ist so, dass das Thema der gefühlten Sicherheit ist ein Problem. Ja? Ich wohne selbst im Schwulenkiez, bin mit einem Brasilianer verheiratet. Motzstraßenkiez, das ist mittlerweile ein Kriminalitätsschwerpunkt. Hat aber die Polizei, glaube ich, relativ gut im Griff. Ich glaube, da ist es viel wichtiger, also weniger wichtig, die Administration, die Polizei aufzurüsten, sondern gedanklich sozusagen im Diskurs, im Narrativ auch der Linken zu sehen, wo sind die eigentlichen Probleme? Wer ist denn in dem Bezirk? Wer macht denn die Probleme? Ja, und das ist tatsächlich ab 2015 gibt es viel mehr Homophobie, gibt es mehr Übergriffe auch auf Frauen. Mhm. Das ist spürbar und das will ich ändern, indem man das überhaupt auch zum Thema macht. Und das ist ja das, was uns stark macht. Wir machen es mit Mut zur Wahrheit zum Thema, auch wenn es die anderen ankotzt. Da haben Sie sicherlich recht, dass das ein Thema ist und ist auch etwas getan. Aber nun sind die Positionen, die nicht unbedingt Sie, aber die vielleicht doch der eine oder andere, ich nenne es mal so Parteifreund dann oder Parteimitglied, die werden dann doch relativ rassistisch. Was weiß ich? Nein, ich habe persönlich also in Berlin auch oder in meinem Umkreis in der Partei Rassisten nicht. Das sehe ich nicht. Auch sozusagen, wenn man mal ein paar Namen nennen würde, ist das auch nicht so. Es wird natürlich, wenn dumme Aussagen kommen, die hat es tatsächlich natürlich gegeben, gibt es immer mal wieder leider zum Leidwesen der Partei. Sonst wären wir nämlich längst bei 20% plus X, meine Meinung. Da muss man sagen, das wird eben auch immer medial gehypt und gegen uns verwendet. Es sind immer die gleichen Sachen. Es ist der Boateng von Gauland damals, es ist die Höcke-Geschichte. Das sind immer Sachen, die natürlich auch da waren. Aber naja, aber gerade die Höcke-Geschichte, also ich bin gerade am Rathaus geguckt, da ist gerade eine Ausstellung, das waren unsere Nachbarn oder wir waren eure Nachbarn. Also da werden Geschichten von jüdischen Menschen erzählt, die hier mal gewohnt haben. Dann kann man nicht sagen, das Denkmal ist ein Monument der Schande. Das ist ja, da sind wir uns doch einig, das ist ja auch korrigiert worden. Das ist natürlich nicht. Ich finde zum Beispiel auch die Stolpersteinkultur sehr gut. Ich gucke mir das auch immer wieder an. Ich sage mal so, auch das sind keine Antisemiten. Das ist ein dummer Spruch, weil die Ostsozialisation und wie man andere Leute... Bin ich jetzt nicht so sicher, also bei solchen Aussagen. Ja, also lassen wir es mal dabei. Wie gesagt, wir waren bei Parteifreund und wie die Themen so sind. Was mir ein bisschen zu wenig ist immer, auch in den Medien, dass eben sozusagen die 20.000, 30.000 normalen Mitglieder, die wir haben, die wirklich arbeiten, die Sachen positiv einbringen, die auch in den Kommunen mitarbeiten, die Verantwortung tragen teilweise, auch auch bei uns in die Stadträte, dass das eigentlich immer unterbelichtet wird. Das ist nicht unterbelichtet. Also wir sitzen hier gerade und reden miteinander. Da bin ich auch also das ist ungefähr so, als wenn all die Querdenker oder wer gerade so unter uns sagen, wir dürfen nichts sagen. Und, aber sie dürfen es ja sagen. Das also wir reden hier gerade, aber das ist doch dann Aufgabe von Ihnen zum Beispiel oder von Ihren Parteifreunden, dafür zu sorgen, dass eben gemäßigte oder denkende Menschen, das unterstelle ich Ihnen jetzt mal, die Macht übernehmen oder zumindest... Wir sind dran. Wir arbeiten dran. Das Ruder übernehmen. Wir arbeiten dran, die Mehrheiten so zu gestalten, dass das funktioniert. Ich bin da auch recht zuversichtlich. Aber es ist nicht einfach, weil es ist tatsächlich, und Gauland hat es ja mal den gierigen Haufen genannt, ich glaube, wir haben ein Problem als Partei und das ist unser Vorteil auch. Wir sind die Partei der starken Individuen. Wer sich zu uns bekennt, der hat eine bestimmte Meinung, der empfindet auch Ausgrenzung, soziale Ausgrenzung und so weiter. Und da gibt es dann, und das ist ein Problem, so eine Art Binnenradikalisierung, wenn man immer nur abseits gestellt wird und immer nur gesagt hat, ihr seid rechtsextrem, dann entwickelt sich da was, was vielleicht auch unsympathisch macht. Und das ist eine gefährliche Geschichte und ich sage auch manchem Journalisten, nicht Ihnen, weil wir wirklich gerade miteinander reden, dass es nicht gut ist, wenn man uns so in die Ecke schreibt, weil sonst kommt so eine self-fulfilling prophecy. Und das
tut der Demokratie uns allen nicht gut. Ich sage, wir sind wirklich tatsächlich, ich sehe mich als Partei der rechten Mitte und das ist, glaube ich, der normative Kern der Partei. Sie machen ja sicherlich auch Straßenwahlkampf hier, also mal so ein Wahlstand oder sowas, sind bei Ihnen da im Kiez unterwegs. Also Motzstraße ist ja nun mal ein ziemlicher Schwulenkiez oder sehr bunter Kiez, kann man ja sagen oder so. Wie sind da die Reaktionen? Also zum Beispiel aus einer damaligen, ich bin da lange nicht mehr, weil ich ja auch mit meinem Mann zusammen, ich musste nicht mehr in die Kneipen gehen unbedingt, aber zum Beispiel in die, also in den Hafen, da war ich letztes Jahr mal, war ich mit einem Freund, wollte ich reingehen, da wollte ich einen Gin Tonic, den gab es dann für mich nicht mehr. Er hat gesagt, für dich nicht mehr. Das ist dann nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich da jahrelang war. Aber gut, so ist es. Ich lebe auch so weiter und trinke meinen Gin Tonic dann eben auch gerne zu Hause. Na gut, aber Sie sagten ja mit normalen Bürgern, da sind Sie ja sicherlich auch im Gespräch auf der Straße, wenn natürlich. Sie da so einen Stand haben. Also da es ist unterschiedlich gerade, wo man ist. Ich war letzte Woche in Lichtenrade unten, ist ja noch ein bisschen anders. Da kamen dann die Leute und so, ist alles okay, brauche ich jetzt nicht mitnehmen, wir wählen euch sowieso. Viel läuft so unter der Hand nach dem Motto, ihr seid ja gut, aber dann kommen immer diese Abers, über die wir uns gerade unterhalten haben. Und dann sage ich dann ja, aber worum geht's denn? Wollen wir hier das Land in Anführungsstrichen retten? Wollen wir hier die Migration unkontrolliert loslassen? Und wenn man das nicht will, dann muss man halt über den Schatten springen und uns dann wählen, auch wenn es da mit Charme ist. Aber ich glaube, es ist wirklich keine Alternative dazu. Ja, wir waren gerade beim Thema, Sie haben gerade das Wort angesprochen, Migration. Nun steht ja zu vermuten, dass das in den nächsten Wochen doch einiges wieder auf Berlin zukommt. Ja. Wie ist da Ihre Position oder die Ihrer Partei? Die ist Gott sei Dank in diesem Fall auch deckungsgleich, sage ich mal so. Die Ortskräfte, die uns unterstützt haben in den letzten Jahren, die müssen natürlich hier aufgenommen werden, die müssen da weg. Sonst droht denen Übles, das ist ganz klar. Aber was wir nicht uns erlauben dürfen, glaube ich, oder können, weil es uns überfordert, die Stadt, das Land und den Bund, ist sozusagen die unkontrollierte Einreise quasi von allen und mit Familiennachzug, das ist nicht mehr machbar. Ich wurde da auch gefragt von einer Schülerin in der Schule, wie ist denn das? Die gleiche Frage. Naja, aber die Ortskräfte, die haben ja nun mal Familie. Die können ja nicht sagen, Papa darf jetzt herkommen, aber die Familie. Das ist also Ortskräfte, das ist natürlich ein Toto. Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Ja. Also das ist klar, da stehen wir auch dazu. Wurde auch im Bundestag so gesagt von Gauland. Da bin ich auch dankbar, dass das so ist. Aber was halt nicht geht jetzt, dass die anderen Parteien oder die anderen tatsächlich schon wieder sagen, okay, die kommen, das weiten wir auch auf die NGOs, dann weiten wir das aus und dann sind es plötzlich 10.000, dann sind es plötzlich 50.000. Und das ist dann eben dieser Magnet, dass dann alle meinen, sie könnten kommen. Und ich glaube, das können wir einfach nicht verkraften. Ich mache das Beispiel, man stellt sich vor, man hat eine Wohnung, da passen 15 Personen rein, man macht eine Einladung bei Facebook, rechnet mit 15 Leuten, es kommen plötzlich 1.000. Was macht man? Und die 1.000, die wollen essen und trinken, dann wollen sie vielleicht auch übernachten und dann, das geht halt nicht. Und die Massenmigration, die wir hatten seit 2015 oder in 2015, das darf sich nicht wiederholen. Das sagen übrigens alle, nicht aber nur wir, da haben sie wieder außer so die Linken. So ein innerparteiliches Problem. Nee. Frau Weidel zum Beispiel sagte letzte Woche, Ortskräfte ist wieder nur ein Synonym für unkontrollierte Einwanderung. Also, ja, das ist es halt nicht. Das hat Gauland klargestellt und ich glaube, das auch No Asyl geht nicht. Wir haben Asyl, Grundgesetzparagraf, der ist auch richtig. Gerade für die Ortskräfte zum Beispiel zählt er. Das ist, glaube ich, keine Diskussion. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass man nicht komplett die Schleusen wieder öffnet. Ja. Der besser Mensch, der meint, in Deutschland wird das alles gut und wir können jeden aufnehmen. Das ist halt nicht so. Und das ist leider ein Akzent, den wir setzen müssen, auch gegen die drei linken Parteien, die wir in der Stadt haben, die das ganz gerne wieder anders machen würden. Wenn ich dann aber so Plakate lese von der AfD, Wohnungen nur für Berliner. Nur für Berliner, ich glaube, das steht auf keinem Plakat, sondern auch Berliner müssen wohnen können. Und da sind wir beim anderen Thema, das sehe ich auch jetzt nicht im Sinne von zuwanderungskritisch, sondern das ist ein Problem der EZB, der Nullzinspolitik, der Vermögensklasseninflation. Das ganze Geld, was gedruckt wird von der Fed oder von der EZB, das geht in Betongold, das treibt die Preise. Insofern ist auch der Mietendeckel völlig falsche Reaktion darauf gewesen, der Gott sei Dank von der Verfassung oder vom Verfassungsgericht auch abgelehnt. Mhm. Also man muss aufpassen, dass man die Sachen nicht vermischt, aber Sie wissen, Wahlplakat, da passen 4-5 Worte drauf, da wird dann ein bisschen vereinfacht. Was soll ich sagen? Ja. Verkehr ist ein anderes Thema. Es gibt ja auch, also wenn ich Auto wäre, würde ich AfD wählen oder irgendwie so in der Art. Sie nicht? Ich hatte lange kein Auto. Die Antifa hat mir meinen Jaguar abgefackelt. Ja? Aber ich habe jetzt einen schönen Meriva, ein kleiner SUV von Opel. Da passt mein Hund gut rein.
Aber die Phase, wo ich kein Auto hatte, hat mir auch gefallen. Ich habe dann mal diese E-Roller dann probiert. Na gut, in der Motzstraße, da geht das einigermaßen. Ne? Also wenn, ja, man, wenn man hier in der Innenstadt sich bewegt, da kann man sich ganz gut bewegen. Ja, aber wer ohne Pendler Auto ist, das ist ja unser aber Thema für den kleinen Mann. Wer hier reinpendelt, die 200.000, die brauchen das Auto. Da muss man andere Konzepte haben. Und man muss die U-Bahn ausbauen und verlängern. Das ist alles in unserem wunderbaren verkehrspolitischen Konzept, was wir haben. Mhm. Wenn ich Sie wähle, ja, was bekomme ich dann? Dann kommen Sie jemand, der im Abgeordnetenhaus die Kollegen, die eine linke Politik wollen, angreift, aber verbindlich und ohne übel draufzuhauen. Das aber jetzt, läuft Entschuldigung, hier, wenn ich Sie jetzt unterbreche, sehr, aber gerne. Wenn ich eine linke Politik, die könnte dann ja oder kann ja bedeuten, wir wollen Wohnungen, wir wollen Arbeit, wir wollen einen Mindestlohn haben, wir wollen eine vernünftige Krankenversorgung. Was haben ist dagegen doch, linke doch. Politik zu sagen? Links ist halt nicht immer sozial gerecht, ja, sondern sozial ist, was Arbeit schafft. Ja? Und das ist der Grundsatz. Wir brauchen mehr Wirtschaft. Wir brauchen nicht Wirtschaft abwürgen mit einem Vergabegesetz, wo alle möglichen Sachen noch reinkommen, die eigentlich mit Wirtschaft nichts zu tun haben, ja? Mit Gendervorgaben, sondern wir müssen das alles entbürokratisieren. Und ich glaube, wir müssen einfach Wirtschaft neu denken. Berlin braucht Leuchttürme. Warum haben wir noch kein Riesenrad, ein vernünftiges, zum Beispiel Attraktion? Warum haben wir noch kein fantastisches... Kann ich Ihnen genau sagen, weil der es bauen wollte... Das ist lange her. Es gibt längst Leute, die es wieder also machen. Also das da am Zoo, ne? Das war auch... Das war auch wieder ein ziemlicher Hasardeur. Da also, haben Sie recht, aber es gibt Leute, die, glaube ich, die das anpacken. Ja. Aber unabhängig davon, es würde, glaube ich, eine schöne Sache sein. Oder warum haben wir noch nicht fantastische Sachen, wie es in anderen Metropolen ja auch so ist. Wir haben die wunderbare Spree. Warum macht man da nicht ein tolles, interessantes Gebäude über die Spree? Im Brückencharakter. Ja. Da gibt es Möglichkeiten. Und ich glaube, das packt hier keiner mehr an. Ich bin Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss, sitze immer neben der Senatorin, Frau Popp. Und da sehe ich dieses Kleinteilige immer. Ja, da noch ein bisschen was und da wird das Förderprogramm gemacht. Aber das große, die Vision, wie will man die Stadt eigentlich entwickeln? Wie will man wieder Tourismusmagnet? Warum geht man nach Hamburg wegen der Elbphilharmonie jetzt? Ja? Paris, gut, Centre Pompidou, das war das Letzte. Gut, die Automesse hätten wir auch haben können. Hätten wir haben können, ist verbockt worden, wollte man nicht. Wir hätten längst den Transrapid haben können von Hamburg nach München, hat die SPD damals kaputt gemacht. Also wir müssen Berlin attraktiv machen für die Zukunft. Und ich glaube, das ist mit Rot-Rot-Grün nicht zu machen. Mhm. Nun ist es ja auch immer so, in der Tat so, aber es ist jetzt nicht sozusagen von Ihnen zu ändern, dass in Berlin wirklich alles immer sehr lange dauert. Ne? Also schon allein Genehmigungsverfahren. Da haben Sie völlig recht. Auch da muss man vielleicht ein bisschen ran, dass man nicht jede allerletzte Beteiligung und das Ressort auch noch mitnimmt. Da muss man vielleicht aufpassen. Man hat es ja auch bei den MUFs, bei den mobilen Unterkünften auch anders gemacht. Da hat man plötzlich gesagt, es geht auch alles einfacher. Ich sehe Politik, kann entscheiden, kann sich nicht über Recht hinwegsetzen. Wir sind Rechtsstaatspartei, aber man kann natürlich Gesetze ändern. Und da muss man eben an das ein oder andere ran. Gut, nun werden Sie aber vermutlich im Abgeordnetenhaus, Sie werden sicherlich drin sein. Sie sind an Platz 5, sagten Sie, glaube ich, an der Liste. Also Sie sind drin, das wird so sein. Aber Sie werden nicht in der Position sein, irgendetwas mitzubestimmen. Das ist richtig, aber, wenn ich mir das erlauben darf, allein die Tatsache, dass es uns gab, auch in den letzten Jahren schon, hat dazu bewegt, dass das ein oder andere gemacht worden ist. Ich glaube, dass der Innensenator Geisel gerade das Thema Clankriminalität anders angefasst hat, weil es uns gab. Wir haben da wahnsinnig Druck gemacht, sogar mehr Druck als die CDU. Wir haben einige Themen, glaube ich, ganz deutlich in der Opposition mitbestimmt oder waren da führend, weil CDU und SPD haben ja auch mal regiert, also die haben sich da nicht alle Augen ausgekratzt. Genau. Ja, auch zum Beispiel hat man das gesehen beim Untersuchungsausschuss BER. Das ging am Ende bei der CDU relativ smooth ab, wobei wir gesagt haben, der Airport ist zu klein, deutlich zu klein. Wir werden das erleben, wenn die Fliegerei wieder hochfährt, wahrscheinlich in 1,5 Jahren. Dann werden wir darunter stark zu leiden haben. Da hat die CDU abgewiegelt. Also ich glaube schon, dass wir, allein weil wir klare Worte sagen, dass das den einen oder anderen schon bewegt, das eine oder andere anders zu machen, weil sie schon merken, es gibt einen wachsenden Teil der Bevölkerung, der bestimmte Themen anders gelöst haben will, als es Rot-Rot-Grün gemacht hat und vielleicht auch als die nächste Koalition macht. Ich glaube, 5 Jahre ist eine spannende Zeit. Vielleicht kommt der Crash, wer weiß es. Vielleicht platzt der Euro, ist immer noch nicht. Griechenland ist immer noch nicht gerettet. Die Verschuldung ist höher als früher vor der Rettung. Es ist einiges im Fluss und ich glaube, wir werden gebraucht. Aber wäre es da aus Ihrer Sicht nicht klüger gewesen, meinetwegen in die CDU zu gehen und zu sagen, dass die so stark wird, um wieder an die Regierung zu kommen? Das wäre ja wahrscheinlicher. Nein. Eine entkernte CDU würde das Land auch nicht weiterbringen, das haben wir unter Frau Merkel gemerkt. Ich habe eine starke Hoffnung,
mit Herrn Maaßen. Ich glaube, wenn der in den Bundestag kommt, und das fände ich gut, wenn das kommt, wenn er in den Bundestag kommt, dass es da Bewegung gibt. Ich glaube, die Ausdifferenzierung des Parteiensystems ist noch nicht am Ende. Und ich glaube, dass wir brauchen eine Art Allianz für Deutschland. Ja? Dass sich die Alternative für Deutschland zu einer Art Allianz für Deutschland entwickelt, wo die ganzen bürgerlichen Dissidenten, die es hier gibt, sei es ein Maaßen, sei es ein Sarrazin, dass die letzten Endes zu uns kommen, weil sie merken, die haben 10%, die haben 15%, die kriegen wir nicht mehr weg. Sie also meinen, machen wir da mit. Also wieder eine neue Partei? Nein, wir bleiben in der AfD, so. Das ist der Kern, aber vielleicht benennen wir uns um, weiß man nicht. Ja. Aber es wird keine Neugründung, glaube ich, mehr also geben. Also so ähnlich, wie es seinerzeit die Grünen oder die Linke gemacht haben. Aus der, so eine Art Rebranding. Es gab ja in Berlin die Grünen und Die Alternative Liste, dann haben sie sich zusammen. Und bei den Linken war es halt auch so, dass irgendwann jetzt die Linke draus geworden ist. Also das, glaube ich, ist ein machbarer Weg, weil wir AfD, das muss bleiben, Allianz für Deutschland hatten wir schon, das kennen die auch im Osten. Ich glaube, das ist eine interessante Idee. Sie sind ja immerhin, haben Sie angesprochen, Chef des Vorsitzes des Wirtschaftsausschusses. Ja. Leider ist man da kein Chef, aber man moderiert und sitzt vor, richtig? Man sitzt vor oder so, aber haben Sie da schon den Eindruck, Einfluss zu haben? Also können Sie da etwas bewegen oder sind Sie da nur so ein Grüß August? Grüß August will ich sagen, aber natürlich ist es so, dass man damit Regierungshandel nicht bestimmen kann. Aber Sie reden immerhin mit Frau Popp und Sie mit Ihnen. Das ist so, genau. Also da gibt es dann auch keine Ressentiments oder irgend sowas? Nein. Da sind wir, glaube ich, alle professionell genug mittlerweile. Und am schönsten finde ich es immer, wenn mich die Grünen und die Linke auch mit der Vorsitzenden anreden. Das gehört sich so und das mache ich ja im anderen Ausschuss auch gegenüber den anderen Kollegen. Also das hat in Berlin auch gut geklappt. Auch in Berlin hat es sehr gut geklappt, aus meiner Sicht im Parlament, dass unsere Anträge auch behandelt werden, in die Ausschüsse gehen. Wir haben in Brandenburg, da war ich auch mal Fraktionsgeschäftsführer am Anfang als Gauland, die erste AfD-Fraktion da gegründet hat, da geht ja alles weg, wird alles weggestimmt, da passiert gar nichts. Und in Berlin ist das wirklich eine andere Form auch der parlamentarischen Zusammenarbeit und ich hoffe, das bleibt so. Nun haben Sie aber in Brandenburg auch noch etwas radikalere Menschen in Ihrer Partei, ne? In der Aufbauphase, als ich da war, ging das los und da war das alles noch in Ordnung. Ja, aber jetzt gerade nicht. Das sind Themen, die sich auch, glaube ich, ausfransen, sage ich mal so. Aber also da gibt es noch einiges zu tun, was Sie dann sozusagen innerparteilich klären müssen. Schauen Sie, das ist bei den anderen Parteien auch so. Also ich hatte es ja angesprochen, Sie waren hier im Bezirk, im Wahlkreis Schatzmeister, ne? Nee, ich war schon und bin Landesschatzmeister im 8. Jahr. Ich bin der dienstälteste Landesvorstand aber in der gesamten AfD. Aber hier hat man Sie sozusagen weggemobbt. Das ist falsch. Ich bin hier gar nicht mehr angetreten. Da haben Sie einen falschen Tagesspiegelartikel gelesen. Der war bösartig. Ich bin gar nicht mehr angetreten. Ich habe mit dem Nachfolger gesprochen, dass er das übernimmt, weil ich eben sozusagen die Landesschatzmeisterei verteidigen wollte. Und das ist mir gelungen. Das haben Sie gemacht. Ja. Zum Schluss frage ich immer alle, Sie nehmen sich eine Person aus dem politischen Leben in der Welt, in Deutschland, was Sie wollen. Mit wem wollen Sie einen trinken gehen? Oh, die Frage haben wir noch nicht gestellt. Spontan mit Maaßen. Okay, Sie wollen ihn dann gleich überreden. Auch das wird ein Prozess. So danke einfach Ihnen. Wird das nicht gehen. Sehr nett, sehr dann gerne. Danke Ihnen fürs Gespräch und danke Ihnen, dass Sie wieder dabei waren. Tschüss, mach es gut.